ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein Projekt Aufbrauchen, Update Nummer 3 und Abschluss. Also mein Finale. Ich muss mal den Blitz ausmachen, sonst sehe ich gleich gar nichts mehr. Und ja, ich wollte euch ein paar Sachen zeigen, was leer gegangen ist und wie mein Projekt vorschreitet und wie es weitergeht. Bis gleich. So, ihr Lieben, ohne Blitz ist für mich viel angenehmer. Irgendwie war das eingestellt. Damit ich meine Fotos machen kann, ich wollte einfach einen extravaganten Make-up-Look mit James Charles Palette machen. Da sind Varianten möglich, die gibt's gar nicht. Ja, genau, ich habe ein Aufbrauchprojekt ja am Laufen gehabt, sozusagen, und es läuft noch. Eigentlich ist es auch schon seit einer Woche abgefahren, also abgelaufen, aber ich wollte noch ein paar Produkte leer machen, aber es ist trotzdem nichts leer gegangen in der Zeit. Wir fangen an. Vandini Grün. Ah, da. Das ist die Body Lotion. Die wog noch das letzte Mal 50 Gramm und wiegt jetzt 27. Also habe ich 23 Gramm leer gemacht. Das ist doch schon ein toller Fortschritt. Leer. Also, ja. Heute ist der... Morgen ist der 8., also heute ist der 7. 7. Ja, ich hätte eigentlich... Ja, meine Updates kamen ein bisschen später. Das Projekt ist jetzt etwas weiter geschritten. Und ja, deswegen 27 Gramm wiegt das. Also habe ich 23 Gramm aufgebraucht. Aber das macht nichts. Also ich meine, es macht nichts, wenn ich auch euch keine Grammzahl nenne. Denn für mich macht das echt... wenig Sinn, es mit Gramm zu zeigen, wenn es absolut gut war und leer gemacht worden ist. Deswegen, das Ding roch richtig gut. Und falls ich das in Hamburg in einem Euro-Shop sehe, würde ich es mir tatsächlich kaufen, weil ich finde, es ist was Besonderes. Es ist was ganz, ganz Tolles. Also ich kann euch das in den 1-Euro-Shops von Hamburg, habe ich das her. Und das ist allerdings schon 2 oder 3 Jahre her. Schwarze Olive und Granatapfel, richtig geiler Duft, hätte ich niemals erwartet. Mochte ich richtig gern. Dann haben wir noch Darföl. Ja, auch das ist leer gegangen. Meine Güte, davon, das habe ich schon ewig in Gebrauch, ja. Also das ist schon echt süffig. Ich habe zwar die Tipps von euch gelesen, aber für mich hatte das wenig Sinn, weil das nur noch, es war ja nur noch bis hierhin drinne, sage ich mal. Und es war jetzt wirklich, das war die einzige Bodylotion, die ich die ganze Zeit benutzt habe. Einen Monat lang, weil Art creme ich mich eh nicht jeden Tag ein. Das mache ich einfach nicht. Ich bin einfach viel zu faul und auch sehe ich keinen Sinn drin. Alles klebt sonst. Und ja, fand ich ganz okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Und das wiegt aktuell noch. Das hatte vorher noch 105 und jetzt hat es 34 Gramm. Es ist leer und ja, 34 Gramm und ist leer. Und leer. Also zwei Produkte habe ich schon mal geschafft. Ich zähle auch später zusammen, was ich alles noch geschafft habe. Dann war noch Balea Duschschaum. Da habe ich einiges verwendet. Das ist auch leer eigentlich. Also es kommt vielleicht minimal was drin, aber wie ihr hört, hört ihr nichts. Das hatte letztes Mal noch 202 Gramm. Jetzt hat es 45 Gramm. Es ist leer. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich das geschafft habe. Es ist sehr angenehm als Duschschaum gewesen. Tatsächlich, ich habe aber noch unmassig. Ja, es roch ganz frisch. Jetzt zum Sommer war das ganz gut, dass ich es jetzt aufgebraucht habe. Weil im Winter wäre es nichts für mich. Und auch nicht im Herbst. Also da bin ich ganz froh, dass es jetzt leer ist. Dann haben wir noch das das Aveo Sommerdusche. Das ist das hier. Das ist Sommerdusche. Ja, es ist nicht leer geworden. Ihr seht, ich habe mich, ja, ich hoffe, ihr seht, was für einen Fortschritt ich gemacht habe. Das wird definitiv diesen Monat noch leer gehen. Dann, das können wir auch mal wiegen, was das wiegt. Das wiegt aktuell noch 192 und hat davor 169, also knapp 70 Gramm. Das wiegt jetzt aktuell, was habe ich gesagt, 192 Gramm und ist wie gesagt nicht leer geworden, aber das macht auch nichts, denn ein paar Produkte bleiben immer übrig. Dann haben wir das, die Nivea Handcreme. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie da drin ist oder ich schon, ja. Ich muss sagen,
Ich habe die hier leer gemacht. Also da ist nicht mehr viel drinne, muss ich sagen. Also vielleicht minimal. Die werde ich jetzt auch wegschmeißen, weil ich benutze sie nicht. Also ich komme da auch nicht am Boden und mag die auch nicht aufschneiden. Die ist leer, weil ich das da reingepumpt habe. Weil es mir lieber ist, wenn ich das in der Handtasche habe und ich das benutzen kann. Ist mir irgendwie lieber. Ich mag das als Pumpspender nicht. Ich finde, die Creme riecht immer noch angenehm. Und mit dem Nivea-Duft hat sich das verschmolzen. Es riecht absolut geil. Die wiegt natürlich jetzt mehr, weil da mehr reingekommen ist. Die wiegt aktuell 110, hat davor aber 69, also 40 Gramm habe ich da reingemacht. Das Ding ist leer, aber zähle ich nicht als leer. So, nicht so richtig. Handcreme wiegt jetzt 110, also hat 40 Gramm zugelegt. Ja, gut. Ist nicht leer. Sommerdusche ist auch nicht leer. Also es sind schon zwei Produkte, die übergeblieben sind. Dann haben wir Aveo Grün. Wie gesagt, das habe ich auch leer gemacht. Ich meine, so Duschzeug hält bei mir echt lange. Also ich benutze einen Puffel und ich weiß nicht, wie manch Mensch drei Flaschen auf einmal. Ich weiß nicht, ob die angebrochen sind oder schon. Aber jeden Monat drei Flaschen, das schaffe ich nicht. 38 Gramm aktuell, also habe ich 160 Gramm circa aufgebraucht. Das ist in Ordnung und ist jetzt leer. Also, ja, genau. Das ist jetzt auch leer. Dann habe ich Deo Gold. Das habe ich tatsächlich auch leer gemacht. Wo ist das? Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Das habe ich gleich entsorgt. Also, es ist auch leer. Keine Ahnung. Manchmal sind die Synapsen nicht mehr da und dann schmeiße ich die Dinger weg. Isana Deo. Ja, ich muss sagen, da ist minimal was drin. Ich muss definitiv nutzen wir es noch einmal, bevor das Projekt endet. Das wiegt aktuell 56 Gramm und hat davor 88 Gramm gewogen. Also es ist in Ordnung. Ich hätte es mehr. Also man braucht nicht viel. Und außerdem konnte ich das eh nur mit Verwendung mit irgendwas nehmen, was mich schützt. Denn sonst habe ich ganz übel gerochen. Und ihr wolltet nicht meine Freundin sein. Nicht mal meine Feindin wünsche ich sowas. Das fand ich sehr, sehr eklig. Also wirklich nicht schön. Dann haben wir Rexona Stick. Ja, auch der ist leer geworden. Du, im Sommer gefällt er mir richtig gut. Also den habe ich mich richtig angefreundet im Sommer. Angefreundet. Ich mochte das. Man sieht, da ist jetzt nur noch das Plastik. Ich mochte das richtig gern, weil es war schön cremig. Jetzt bei den heißen Tagen. Und ja, der ist vor einiger Zeit schon leer gegangen. Der wog vorher 96. Nee, 36. Doch, 36. 36 oder 38 Gramm. Und wiegt jetzt 36 Gramm. Da war ja nicht mehr viel drin beim letzten Update. Aber wenigstens ist ein Stick leer. Ich habe, glaube ich, noch zwei im Backup. Und ich möchte das jetzt so handhaben. Ich werde euch gleich am Schluss des Videos nochmal so ein Projektneustart erzählen, was ich so vorhab. Genau. Dann haben wir noch. Also es sind mehr Produkte, glaube ich, leer als übrig geblieben. Dann haben wir noch. Ich hatte ja einiges am Start. Ja, weiß gar nicht, wie viele Produkte das waren, aber waren einige. Dann hatten wir Ritual Shampoo. Ja, das ist auch nicht ganz leer. Ich muss sagen, ich bin mich am Quä. Ich sehe, da ist eh nicht mehr viel drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wenn ich so gucke. Wenn ich so gucke, ist da wirklich nur noch bis hier was drin. Vielleicht noch so ein bisschen weniger. Seht ihr das? Also es ist nur noch da unten. Ich muss sagen, so an sich ist es ein in Ordnung Shampoo. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Ist mir einfach zu teuer und hat nicht so den Effekt, den ich gerne hätte. Das wiegt aktuell, also vorher hat es 81 Gramm gehabt und jetzt wiegt es 33 Gramm. Und es ist noch nicht leer, aber das ist ja, wie gesagt, nicht ganz so schlimm. Wenn auch ein paar Sachen übrig bleiben. Nivea Air Gesichts, genau. Das ist das hier. Ihr seht da einen kleinen Fortschritt. Ich brauche nicht so viel Gesichtswasser und zurzeit habe ich überhaupt gar kein. Läuft das Ding aus oder was? Tatsächlich. Zurzeit habe ich auch gar keine Gesichtspflegeprodukte benutzt, bis auf Abschminkzeug, wenn ich mich dann geschminkt habe. Aber eher seltener. Ihr seht den Fortschritt und der Fortschritt auf der Waage ist 73 Gramm. Ich habe genau 20 Gramm aufgebraucht. Es ist in Ordnung. Jetzt wiegt es aktuell 73 Gramm.
Und es ist okay. Ich bleib dran und dann wird es auch leer gehen. Dann das Kaffee-Ding da, das habe ich kein einziges Mal benutzt. Es ist so eine Sache, das werde ich jetzt in Angriff nehmen in meinem nächsten Projekt. Ja, das wiegt aktuell genauso viel. Ja, 88 Gramm. Und es ist noch nicht leer. Dann habe ich Boss Designs. Ja, der Boss Designs ist wirklich ein absoluter für mich Traumduft, um ehrlich zu sein. Ich liebe das Parfüm. Also ich habe das in mehreren Miniaturen. So kleine Minis. Ich finde das ein absolut geiler Duft. Also ich könnte mich gerade selber begrapschen. So gut finde ich das. Nicht oft benutzt, weil ich das nur besondere Anlässe und das finde ich auch in Ordnung. Wenn das so eine kleine Mini-Größe ist, die ich für besondere Tage besonders hübsch aussehen will, besonders mich gut und wohlfühlen möchte, benutze ich Designs. 52 Gramm wiegt das aktuell und davor hat es auch 52 gewogen. Also ich habe das in dem Monat, wollte ich mich nicht schön fühlen. Und deswegen habe ich es nicht benutzt, aber es ist wie gesagt in Ordnung. Dann haben wir das Mary Kay, hatte ich ja leer gemacht. Dann haben wir SR. SR war doch. Was war das da? Das habe ich auch nicht benutzt, weil ich einfach aktuell keine Handcreme brauche. Das wiegt nach wie vor gleich. Es ist noch zu. Und ja, 33 Gramm. Dann Lindsand oder so. Kann man. Lindesa. Das kostet um die 8 Euro. Hat Jenny erzählt, es ist nicht mein Duft. Also ich finde das echt eklig. Ich habe es auch, glaube ich, nicht benutzt. 60 Gramm? Nee, nicht benutzt. Und ja, bleibt halt noch da. Dann haben wir Nivea Soft. Die Dose habe ich leer gemacht. Schaut mal. Nivea Soft ist leer. Ich mochte den Duft. Es riecht zwar immer noch nach Oma unterm Arm, aber ich habe ganze 30 Gramm davon aufgebraucht. 41 hatte das und jetzt wiegt es 30 Gramm und ist leer. Es ist gut. Es ist gut, dass es leer ist und ich freue mir eine ab. Parfüm. Parfüm ist im Auto. Es ist nicht leer. Es wird rumgesprüht. Es ist auch in Ordnung, dass es im Auto ist. Es ist ein Duft, der gekippt ist von minimal habe ich vielleicht so viel raus. Also ich sprühe das immer auf die Sitze und so. Ungern, wenn ich im Auto sitze, weil ich finde, das ist echt eklig. Keine Ahnung, was da raus ist. Dann habe ich die die Cien Nachtcreme. Habe ich nicht benutzt, weil es mir einfach zu reichhaltig ist. Ich schwitze mir eine ab. Also die hatte vorher 56 und hat jetzt 50. Ja. 50 Gramm. Also 6 Gramm habe ich davon aufgebraucht, aber es ist ja echt nicht viel. Douglas Body Lotion. So, das ist das Tiegelchen. Wie ihr seht, habe ich da was raus, aber nicht viel. Es hatte vorher 172 und hat jetzt 132. Immer alles ganz genau. Aufs Gramle genau, 132 Gramm. Es ist nicht leer, aber es ist halt eine kleine Pulle mit 150 Milliliter. Der Duft ist nicht berauschend. Der Duft ist noch in Ordnung. Was mich nervt, sind Sachen, die weißeln. Und das weißelt und das kriege ich nicht verrieben. Da muss ich erstmal 3 Tage warten, bis das endlich in die Haut gezogen ist und nervt. Dann haben wir gelbes Duschgel. Das ist das hier von Petit Marseille oder wie der auch immer heißt. Le Petit Marseillais. Riecht in Ordnung. Ich bin kein Honigfan, aber ich finde, es riecht nach meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob wir vermehrt Honig irgendwie was gemacht haben, irgendein Duschzeug hatten, aber ich finde, es riecht nach meiner alten Kindheit und ich habe noch eine Pulle da und ich werde sie auf jeden Fall genießen und dann nicht mehr nachkaufen. Das habe ich von meiner lieben Sarah bekommen. Vielen Dank, mein Schatz, dafür. Ich habe es genossen. Es ist jetzt nicht so, dass ich es nachtraue, aber ich bin ganz froh, dass es eben leer ist und nicht, dass ich noch eine Pulle habe. Ich habe einiges an Backups. Es ist mir jetzt in letzter Zeit sehr bewusst geworden, was für ein Konsum ich eigentlich habe. 46 Gramm wiegt das und vorher hat es 286 Gramm. Ja, und ist somit leer. Genau. Ich habe einiges diesen Monat leer gemacht und da bin ich ganz froh drum. Dann kommen wir zur nächsten Seite. So, dann haben wir hier Vital Eis Creme.
Ich guck gerade mal, ob man irgendwas sieht. Ich muss mal kurz meine Softbox anmachen. Mein Speckibauch. Es ist aktuell hier. Also es hat sich nicht viel getan. Sie bettet mir die Augen zu. Also wenn ich die drauf mache unter mein Auge, dann kleben meine unteren Wimpern unten irgendwie ganz komisch fest. Was mich übelst aggressiv machen lässt, weil ich dann immer versuche, so hoch zu machen und es funktioniert nicht. Ich kann euch aber auch gerne sagen, was ich davon aufgebraucht habe. Es ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und zwar hatte die 26 Gramm und jetzt wiegt sie 25 Gramm. Da werde ich noch eine Geburt dran haben, denn ich brauche nicht viele und ich finde sie nicht gut. Also ich finde sie nicht gut, weil sie eben so bebt. Und das ist überhaupt nicht etwas, was ich mag. Wenn etwas so klebrig ist und oh, dann kriege ich leichte Krisezustände. Dann haben wir was meinte ich damit? Achso, Victoria's Secret meinte ich damit. 88 Gramm und wiegt immer noch 88 Gramm. Ich kam einfach nicht dazu. Ich glaube, ich habe sie kein einziges Mal benutzt. Doch, 74 Gramm. Doch einmal muss ich sie benutzt haben. 74 Gramm vielleicht zu diesem besonderen Anlass. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall platt gemacht. Die finde ich echt lecker. Die riecht wirklich gut. Dann haben wir Balea Gold. Eben das habe ich nicht gewogen. Und dann diese Creme. Kann ich ja nochmal zu wiegen. Sie muss ja 40 Gramm verloren haben. Sie hatte 111 Gramm und hat jetzt 65. Ja, kommt hin. 65 Gramm und ist somit leer. Aber dafür hat die andere ja mehr, ne? Also von daher hat sich das nichts. Ich wollte nur eine andere Tube haben. Dann haben wir das Fußgel. Habe ich kein einziges Mal benutzt. Leider brauche ich das auch nicht. Und es ist bestimmt auch schon seit 10 Jahren abgelaufen, weil das hatte ich in der Schwangerschaft von meinem Sohn. Es riecht nicht schlecht. Ich werde das versuchen, ja, aufzubrauchen noch und werde es sowas mir nicht nachkaufen, weil sowas brauche ich nicht. Genauso wie diese Creme hier. Die wiegt auch noch 58 Gramm. Die war von Escada. Und das Fußgel wiegt immer noch 104 Gramm und ist noch nicht leer. Dann haben wir die Fußcreme. Da hat sich einiges getan. Ich kann euch das auch mal anhand der Verpackung auch zeigen. Ich hatte die Fußmaske gemacht, wo von Summerfood. Und somit hat sich das dann gut bewährt. Fand ich gut. Es sind vielleicht noch höchstens 5 Anwendungen drin. Also dieses Teil hier, ne? Vielleicht 5, 4, ich weiß es nicht, so dick creme ich halt einfach meine Füße nicht ein. Aber ich habe es benutzt und das ist schon mal echt was. Und ich habe 40 Gramm aufgebraucht, die liegt nämlich aktuell 44 Gramm und hat vorher 82 gehabt. Also echt gut, guter Durchschnitt. Den Fußbad habe ich leider auch nicht benutzt. Ich wollte es die ganze Zeit machen, habe es natürlich nicht gemacht. Es wiegt immer noch 172 Gramm und muss jetzt bald endlich mal aufgebraucht werden. Dann habe ich 177, wiegt das immer noch. Dann Isay Body. Das habe ich wirklich immer nur zu besonderen Anlässen benutzt. Machen wir mal die Softbox an. Ja, vielleicht sind wir jetzt hier. Ich habe das passende Parfüm dazu und das finde ich ganz, ganz toll. Ich liebe diesen Duft. Ich würde sie mir immer wieder nachkaufen, wenn sie nicht so teuer wäre und wenn sie aus der Drogerie wäre. Dieser Duft ist einfach so babypudrig und angenehm. Ich finde das einfach der Hammer. Wie gesagt, viel nicht raus, aber etwas. 56 Gramm hatte sie, 39 Gramm hat sie, 15 Gramm ungefähr. Und ja, 39 Gramm und ist eben noch nicht leer. Dann haben wir die Ghoul-Spülung. Ja, hat für mich einfach nichts. Es ist ein sinnfreies Produkt. Es ist eigentlich eine Haarkur, so eine Minute Haarkur oder sowas. Silberglanz- und Pflegekur. Aber ich fand es nicht blau genug und es hat eigentlich nichts gemacht. Der Duft war sehr angenehm, sehr frisch und ja, hat Spaß gemacht. So, da habe ich 40 Gramm ungefähr aufgebraucht, denn vorher das 79 Gramm, jetzt hat 32, vielleicht auch 50 Gramm. Ja.
Es ist in Ordnung. Wie gesagt, leer. Deswegen feiere ich das Produkt schon mal. Und die passendes Shampoo, irgendwann ging mir das einfach auf den Sack. Man braucht super wenig, was den Preis sehr gerechtfertigt, weil ich finde, man hat mehr davon. Ich finde, es ist halt eben so ein bisschen schleimig. Dann ist es besser zu dosieren. Bei den Baleas ist es so, und dann hat man ganze Handvoll und dann läuft es einem noch runter, dann braucht man nochmal. Und hier war das eher so, seht ihr, das ist so dickflüssiger irgendwie gewesen und deswegen hat sich das sehr gut aufbrauchen lassen und sehr gut dosieren. Das hatte vorher, was habe ich gesagt, hier waren. Shampoo hatte vorher 120 Gramm, jetzt hat 37 Gramm, fast 100 Milliliter, also um die 90. Es ist in Ordnung, ihr könnt euch das selber ausrechnen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, diese Zahlen, ich mache lieber Striche. Für mich ist das nämlich eher wichtiger, wie viel ich davon aufgebraucht habe und nicht, was die Zahl sagt. So, Darf Winter, ja, das ist so ein Produkt. Ich gucke gerade mal, es ist ungefähr bis hierhin voll. Wenn das steht, ist es nur noch bis hierhin voll. Ihr seht, ich habe einen guten Fortschritt gemacht, aber das ist sind 1,5 Monate fast, ne? Das Ding wird nicht leer. Also das hatte 116 Gramm und jetzt hat es 64 Gramm. Ich muss sagen, es ist echt eine Geburt, es loszuwerden. Es ist eine Geburt, denn es ist gar nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. 64 Gramm hat es jetzt und ist immer noch nicht leer. Ich brauche super wenig. Ich brauche eine Erbsengröße, vielleicht auch nur eine Bohne, weil das so intensiv pflegt. Es ist wirklich für den Winter was. Aber ich kann es auch im Sommer nutzen, nur etwas weniger. Von daher kann es leer gehen. Ich hatte im Projekt 21 Maskensachets. Das ist alles, was ich noch in dem Projekt drin habe. Ich werde sie jetzt mit euch zählen. Eins, zwei. Ich habe hier noch eine Maske leer gemacht, sehe ich gerade. Ja, kommt in meine Aufgebrauchtüte. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 und dann diese Kapseln. Da habe ich zwei Stück benutzt. Ich finde, die stinken, aber sie sind noch haltbar. Ich finde, die stinken einfach nach Fisch. Ich bleibe dran. Was habe ich gesagt? 19? Habe ich nur drei Masken gemacht oder was? Keine Ahnung, ich habe gefühlt jeden Tag eine gemacht, alle 2 Tage, eine Woche lang. Keine Ahnung was. Vielleicht auch mehr. Ich weiß es nicht. Was habe ich jetzt denn gezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14. Also habe ich 7 Masken gemacht. Ist ein guter Durchschnitt, würde ich sagen, für meine Verhältnisse. Ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Ich habe jetzt noch so zwei, die ich euch reviewen kann. Maske Perfection Tint fand ich richtig, richtig gut. Kann ich euch für kleines Geld wirklich empfehlen. Es hat. Ich sah einfach besser aus. Keine Ahnung, was es genau gemacht hat, aber ich sah besser aus. Diese hier. Nix meins, nix meins, ich mag das nicht. Somit ist mein Projekt zu Ende. Ich habe 7 Masken aufgebraucht, also wir haben jetzt noch 14 davon. 14 Stück und 7 platt. Okay, ich habe ein paar Produkte, die ich gerne. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Produkte, die ich, wo noch was drin ist. 9, 20 meine ich. 19, 19 und dann diese 7 Masken noch. Jetzt sehe ich gerade nichts. Und ich zähle mal, was ich platt gemacht habe. Ich habe 7 Masken platt gemacht, dann habe ich. 1, 2, 3 Sachen aufgebraucht schon mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Teile aufgebraucht. Und 19 sind noch übrig. Das ist ein guter Durchschnitt, würde ich sagen, für 3 Monate. Ich meine, ich habe in der Zeit ja auch andere Produkte leer gemacht. Aber ich würde sagen, so Projekte bringen wirklich was. Ich bin sehr, sehr froh. Ja, ich bleibe auf jeden Fall dran.
Ich werde jetzt noch eine, ja, für mich ist das Projekt zu Ende. Ich starte ein neues. Ich habe ein super cooles Projekt gesehen und dachte, ja, wieso nicht? Wieso nicht? Und das machen wir nachher noch. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr habt mit euch mit mir mitgefiebert. Ich liebe so Projekte. Ich schaue sie wahnsinnig gern, weil es einfach motiviert. Es motiviert einfach weniger zu haben und ich sag euch, der Malm muss weg. Es ist zu viel Platz, was verschwendet wird für unwichtige Dinge, die man im Leben einfach nicht braucht. Und ja, ein bisschen reduzierter würde ich mich genauso wohl fühlen. Wahrscheinlich noch ein Ticken mehr und würde meinen Überblick im Leben nicht verlieren und würde mich mit sinnvolleren Sachen beschäftigen, wie, ja, weiß ich nicht, Sachen aufbrauchen, um zu denken, oh Gott, ich brauche den Platz. Jeder seins, ne? Ihr wisst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!